So, jetzt habe ich eben schon ein Intro gemacht, aber das Mikrofon war aus. Ich bin ein guter Vlogger. Moin Mädels und herzlich willkommen zum nächsten ACS-Vlog aus der ACS-Zentrale. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Heute kümmern wir uns mal um das Licht-Setup fürs Stream. Da habe ich zu Hannes gesagt, ey komm, anstatt hier, also hier die Strahler, die hier auf diese Halterung da kommen, links und rechts, da müssen wir doch keine 200-Euro Strahler kaufen, die RGB können und warmweiß und kaltweiß. Da können wir doch auch so einen 15-Euro Strahler nehmen, der kann das doch genauso. Nee, kann er nicht. Kann er wirklich nicht. Was diese Lampen, die Hannes da so rausgesucht hat, was das für einen Unterschied schon gemacht hat, das war so irre. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so bei der Blackmagic, das war immer so ein bisschen, weiß nicht, das war noch nicht so geil irgendwie, wie ich mir das vorgestellt hatte, ne? Und dann haben wir das Licht montiert und dann haben wir das Licht angemacht. Und dann hat Hannes mir einen Vergleich gezeigt zwischen Blackmagic ohne neuem Licht und Blackmagic mit neuem Licht. Und Alter, was das Licht für einen Unterschied gemacht hat, ne? Auf jeden Fall wollte ich damit euch nur eben erzählen, wie krass Hannes das Ganze drauf hat. Ja, jetzt habe ich ihn für das schöne Streaming-Setup hier, habe ich ihn so ein bisschen hintergangen. Ich habe einfach vom selben Hersteller hier, von Newer, habe ich vom selben Hersteller, wo wir auch die ganzen anderen Beleuchtungen hier so haben, habe ich jetzt einfach zwei USB-Strahler bestellt, die ich dann über eine Smart-Home-Steckdose mit so einem USB-Stromnetzadapter, mit so einem doppelten, will ich die beiden Lampen dann steuern. Und die habe ich bestellt, ohne Hannes zu fragen. Und ich hoffe, dass wir das da irgendwie jetzt dran gebaut kriegen. Und ich hoffe, dass das Licht einigermaßen gut ist. Was heißt einigermaßen? Das muss schon echt gut sein. Naja, wir gucken uns das erstmal an. Also ich habe jetzt das Paket hier. Newer, ne, hab ich ja eben schon gesagt. So, ich komme jetzt mal hier schön hier auf den Stuhl, auf dem Hocker. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich hatte sowas schon geahnt. Eieiei. Guckt euch mal die Größe an. Scheiße, ich dachte, das wäre ein bisschen größer und die würden übereinander so drin liegen. Oh Gott, sind die klein. Ach du Kacke. Oh, was habe ich da gemacht? Was habe ich da bloß gemacht? Ich hoffe, die sind hell genug und machen gutes Licht, ey. Die sind ja viel kleiner als die alten. Gut, Mädels, also ich würde sagen, wir installieren die jetzt trotzdem einfach mal hier. Erstmal prophylaktisch und dann gucken wir mal, wie das so wirkt. Also das Abbauen ist kein Thema. Das habe ich jetzt nun schon tausendmal gemacht. So, hier einfach mal eben zusammenklappen alles. Zur Seite drehen, hier abschrauben. So. Und dann kannst du die so nach oben wegnehmen. So, der Stecker ab. Hier so wieder drauf gesteckt, festgezurrt. Genau. Und dann haben wir das. Jetzt müssen wir das gleiche noch damit machen. Und dann müssen wir die Kabel noch rausziehen. Aber das ist ja auch easy. Schmeißen wir einfach hier runter. Und das will ich halt nicht mehr, ne? Ich will nicht mehr unter den Tisch krabbeln müssen, ey. Kabel weg. Ey, wobei, wenn das funktioniert mit den kleinen Strahlern jetzt hier, mit den neuen, dann ist das doch eigentlich total cool. Dann spare ich hier doch total Platz auch. So, Leute, das ging jetzt doch viel schneller, als ich dachte. Ich habe jetzt hier den zweiten Strahler ab. Das sind ja eigentlich hier diese Monitorhalter, ne? Also das schraubt man dann, das steckt man hier so drauf ans Ende. Ups, so nicht. Na komm, ey. Das steckt man da so drauf. Und dann schraubt man einfach nur die Kreuzschraube hier rein und dann ist das quasi fixiert. Und da hängt dann eigentlich hier noch mit so einem anderen Halterungssystem hier da dran irgendwie, was ich entfernt habe, der Monitor dran. Ne? Das ist ja noch von meinem Triple-Monitor-Setup, wo dann da und da noch jeweils ein Monitor hing. Und jetzt brauche ich aber nicht mehr das hier, sondern für die neuen kleinen Mini-Kackstrahler hier, da brauche ich ja jetzt dieses kleine Gewinde. Oder? Passt das? Das passt. Ich packe euch mal eben auf den PC und dann gucke ich mir das mal an. Wacke, dacke. Cool, ne? Boah, eine Zange. Eine Zange geholt. Ich brauche zwei Zangen. Ich habe eine zweite Zange geholt. Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil hier ist nämlich jetzt so ein großes Gewinde dran. Wie mache ich denn das jetzt? Ich suche mal den Karton, wo das ganze Schraubenzeug drin ist. Und die ganzen Adapter und so. Hab ihn. Jo, gucke mal, geil, Omatico. Gucke, hier habe ich jetzt so einen Adapter auch von kleinem Gewinde auf kleines Gewinde. Und das schraube ich jetzt einfach wieder hier durch. Jetzt muss ich nur wieder hier die Mutter
irgendwie hier drauf drehen und festziehen. Halt, ich muss erst den Strahler darauf ausrichten, glaube ich. Das macht mehr Sinn, oder? Bevor ich das jetzt richtig endgültig festziehe. Oh nein, falsch rum. Muss ja eigentlich nach hinten. Oh, ich Idiot. Also jetzt ist das auf jeden Fall auch fest hier. Okay, cool. Dann mache ich das jetzt hier noch ab. Das können wir jetzt da hinten drauf stecken. So, warte mal. Dafür nehme ich euch mal wieder mit. Die muss natürlich wieder raus. Das ist ganz schön warm hier neben dem Computer. So, gucke. Das war nicht so variabel. Vielleicht sollte man da nochmal so einen Gelenkkopf irgendwie kaufen dafür. Dass man das Ding vielleicht so ein bisschen so neigen und kippen kann und sowas. Aber ansonsten finde ich das schon nicht schlecht. So, und jetzt haben wir hier solche Kabelschalter drin. Boah. Boah, Alter. Okay. Krass. Wow, die sind heller als ich dachte. Ey, das ist aber ganz schön hell. Also ich glaube, die sind ganz gut. Aber wo kann man denn die Lichtfarbe ändern? Das muss doch auch, das ging doch auch warmweiß, oder nicht? Warmweiß sollten die eigentlich auch machen. Oder habe ich mich da jetzt verlesen? Weil mit den Maßen, warum habe ich nicht aufs Maß geguckt schon wieder? Das ist immer das Gleiche, ey. Ich guck noch mal eben, die müssen doch irgendwie warmweiß machen. Ich guck noch mal eben in die Anleitung oder so. Zeit genutzt und den Akku auch gleich mal getauscht. Die können kein warmweiß machen. Scheiße. Oh nein. Aber erstmal würde ich sagen, gucke ich mir ein OBS mal an, wenn hier halt auch das restliche Licht aus ist, wie das so aussieht, wenn die mich jetzt anstrahlen. Also auf der Stufe können die mich beim Spielen und so auf jeden Fall nicht anstrahlen. Das ist ja viel zu hell. Alexa, mach die Waffenbeleuchtung an. Okay. So, das ging schon mal. Das ist schon mal gut. Aber ich bin auf jeden Fall zu dunkel. Ich muss mich heller machen. Oh Gott, ich weiß es nicht, ey. Ich glaube, wir können dann schon was anpassen, so im Kamerasetup, weißt du, dass das dann gut aussieht. Soll ich mal versuchen, so die beiden, die rote und die gelbe Scheibe davor zu legen? Das müsste doch gehen, oder nicht? Machen wir einmal Rotlicht. Jetzt haben wir da orangenes Licht. Ja, das sieht halt auch orange aus. Also so richtig warmweiß ist das jetzt nicht, ne? Ach, wie ist das überhaupt, wenn ich jetzt den Strom trenne? Speichert der dann die Lichtstärke? Warte mal. Weil wenn ich jetzt eine Alexa-Steckdose damit dranhänge, dann muss der ja die Lichtstärke speichern. Jetzt trenne ich den Strom aus. Und jetzt kommt der Moment der Momente. Scheiße. Och Mann. Oh, genau das habe ich geahnt. Ne? Jetzt muss ich hier jedes Mal wieder neu anmachen. Und neu dunkel machen. Oh, das ist doch kacke. Dann bringt mir auch so eine Smart Home Steckdose nichts. Fuck, Leute, was mache ich denn jetzt? Das ist doch blöd. Ist da was? Ich glaube, ich installiere die, glaube ich, trotzdem. Da ist jetzt der kleine Strahler. Und hier habe ich jetzt diese Einschalt-Fernbedienung. Wow. Ja, wo ich dann hier auch dimmen kann. So. Jetzt, auch wenn es nicht Smart Home ist, so wie ich das eigentlich wollte, ist das, glaube ich, denke ich, trotzdem eine ganz gute Sache. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass das mit den Kameraeinstellungen dann von der Blackmagic für den Stream dann alles funktioniert. Was wirklich geil ist, ist halt die Platzersparnis, ne? Ich werde da mal schauen, ihr werdet es bestimmt im nächsten Stream dann sehen, ne? Könnt ihr auch mal in die Videobeschreibung gucken, twitch.tv/acssüdharz. Da findet ihr uns auf Twitch und dann werdet ihr sehen, ob das Lichtsetup hier wirklich ganz gut ist oder nicht, ne? Oh, Mädels, ich bin auch blöd, ne? Erstmal habe ich die ganze Zeit hier gegen das Licht gefilmt. Aber was viel wichtiger ist, hier sind ja schon solche Kugelköpfe dabei hier. Komm mal raus. Du Arsch. So. Gucke mal. Unglaublich, ne? Den ersten habe ich nämlich schon montiert. So, total geil. Jetzt kann ich hier die Schraube lösen. Und kann das einstellen und machen, wie ich lustig bin. Ne? So. Schraube wieder festziehen. Fertig. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Ich verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, das Typische, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal vor allem, ne? Ganz wichtig. Der Kanal muss wachsen, ja? Alles klar. Macht's gut. Haut da rein.